Mo und ich sitzen gerade im Stream. Moin. Moin. Grüße. Und wir haben heute was vor. Neue Folge Mo und Marv in Gefahr. Der Mo hat da letztens was mitgebracht, was wir bis jetzt noch nicht getestet haben, aber heute testen werden. Free Gate to the New Feelings. Also bist du bereit für das Gate zu unseren neuen Feelings, ja? Definitiv. Also die Frage ist natürlich, was ist überhaupt Freegate? Es ist schon mal Moskau-Doha. Doha ist eigentlich eine andere Art von Tabak, die in arabischen Ländern geraucht wird, die sehr viel Nikotin hat. Moskau-Doha ist eigentlich, soweit ich weiß, gar kein Doha, sondern Virginia-Tabak, der aber ungewaschen ist und deswegen besonders stark. Also das Problem, das wir beide gerade haben, ist, wir wissen nicht, wie stark das ist. Wir wissen nicht, wie man es richtig baut. Mhm. Eigentlich wissen wir gar nicht. Nee. So sieht das Zeug übrigens aus. Das ist auch komplett trocken, also da ist keine Molasse dran. Das ist einfach sozusagen Tabak. Getrocknet, eingepackt. Und wie riecht das? Wie extrem würziger Tabak. Aber eigentlich ganz gut. So, ich hatte eine hervorragende Idee und das war, dass wir erstmal Research betreiben müssen. Das heißt, Mo und ich werden jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwelche Infos rankriegen, wie man denn Freegate rauchen soll. Freegate Tobacco. Gucken wir erstmal, ob die eine Website haben. Ha? Guck mal hier, Freegate Moskau. Oh. Blend of Virginia, Burley und Cavendish. Ich habe mich mal gefragt, was ist denn Cavendish-Tabak? Weil allgemein dachte jeder, das ist halt eine neue Art von Tabak. Aber weit gefehlt, meine Freunde. Es ist keine neue Art von Tabak, sondern es ist eine Erfindung des Seefahrers im 16. Jahrhundert, dem guten alten Thomas Cavendish. Und der gute Thomas, der ist rübergefahren nach Amerika und wollte von da Tabak mitbringen. Und den Tabak musste er aber irgendwo lagern. Und deswegen hat er den Tabak dann in Fässer eingelegt. Nicht irgendwelche Fässer, sondern in Fässer, in denen vorher rum war. Und teilweise war da auch einfach noch ein bisschen rum drin. Und dann ist der fermentiert. Und dann hat er das mit rübergebracht. Und dann fanden die Leute in England das übertrieben geil und haben das dann Cavendish genannt. Weil der liebe Herr Thomas Cavendish das ja sozusagen aus Versehen erfunden hat. Thomas, Kuss geht raus, Diggi, für den Cavendish. Okay, man kann es auch in der Bong rauchen, in der Pfeife tatsächlich und auch in einem Hookah-Mix. Also Hookah Strength Regulator. Ja, das ist halt natürlich sehr interessant, deswegen werden wir es auch erst mit Virginia probieren, weil wir gucken wollen, ob wir einen Virginia so stark bekommen wie einen Burley. Ja. Und wenn wir dabei noch nicht sterben, dann probieren wir nochmal zu sterben und packen das Ganze nochmal in einen schönen Dark Side-Core. Und wenn es dann immer noch zu einfach ist, dann freuen wir uns, dass wir leben. Nö, dann klatschen wir es einfach in eine kasachische Granate. Yo! Ja, okay, schade. Ich dachte, wir kriegen hier vielleicht noch was beigebracht. Aber anscheinend nicht. Okay, dann ist unsere nächste Station YouTube. Okay, mein Meister. Ja, aber bauen die jetzt nur Master? Weil da ist der Schnitt und die Konsistenz von dem auch ganz anders. Ein bisschen weniger matschig, ne? Ja. Ah, guck mal, und dann bräuselt der einfach noch so ein bisschen Doha drüber. Ist die Frage, ob er jetzt nochmal mixt. Ah, okay, er holt es wieder raus. Das war nur grob zum Abmessen von der Menge. Und dann, was haben wir jetzt hier noch? Weißt du, wie das Boah, das ist irgendein Zigarrenblend noch, ne? So was WTO. Ja. Okay, und dann locker fluffig in den Kopf. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja. Jetzt haben wir erstmal eine grobe Idee, wie das Ganze funktionieren soll. Und ich würde sagen, bevor wir uns dumm und dämlich labern, probieren wir das auch einfach. Ja. So, als erstes werden wir Doha mit dem Zitrone-Minze mischen. Und wenn uns das noch nicht reicht, werden wir es danach noch mit dem Black Torrent von Darkside mischen. Das heißt, wir schnappen uns hier unseren UPG, Tabak hier so ein bisschen an den Kanten und dann knicken wir da mal ein bisschen was drüber. Ich bin echt gespannt. So, dass es ein bisschen Kontakt gibt, oder? Ja. So, und hier haben wir jetzt nochmal Doha, ne? So, und dann machen wir einfach mal, wie viel haben die genommen? Machen wir eine gute Handvoll rein. Eine Handvoll? Und wir wollen ja den Virginia zum Klatschen bringen. Noch mehr, meinst du? Ja, ich glaube, dann wird das allein von der, ja, gut, von es der muss Feuchtigkeit halt eng, oder? So. Nochmal gut vermengt werden. So. Ja, gut, ein bisschen was ist drin geblieben, aber es macht ja nichts. Ja, und dann mach den Nussrett. Okay, dann verteile ich das Ganze mal ein bisschen, nachdem uns der Mo das hier professionell gemixt hat. So sieht unser gebautes Köpfchen im UPG aus. Ah, doch, okay. Bisschen geht schon, ein bisschen Kontakt. Schön fluffig gebaut. Ihr seht die Doha-Stückchen überall drinnen liegen. Dann warten wir noch kurz auf die Kohle und dann ist Abfahrt. Wie wollen wir zwei rein, eine auf Kipp oder direkt doppelte Mickey Maus? Direkt doppelte Mickey Maus. Doppelte Mickey Maus Abfahrt hier. Okay, Mickey Maus Öhrchen Nummer 1. Mickey Maus Öhrchen Nummer 2. Holy shit. So, Mo. Auf Cheers. Dass wir vielleicht nicht sterben. 3, 2, 1. Ist ein bisschen kratzig, ne? Aber Geschmack würde ich sagen normal. Ja. Obwohl, hat so was Muffiges ein bisschen. Boah, man schmeckt es schon, so im Abgang.
Hat irgendwie sowas. Muffig ist jetzt vielleicht nicht das absolut perfekte Wort, um das zu beschreiben, aber so ein bisschen. Aber ich finde, der Geschmack kommt immer, der wird immer intensiver, oder? Nee, ich finde es bis jetzt gleich. Aber es verfälscht auf jeden Fall nicht viel. Also es ist absolut nicht unangenehm. Es ist nur ein kleines bisschen... Ja. Herber, finde ich. Herber, ja, ist eigentlich ein gutes Wort. Und ich merke so ein kleines bisschen mehr Kitzeln im Hals. Ja. Aber wirklich nicht viel. Wie lange haben wir geraucht? Stündchen? Ja, ein Stündchen. Stündchen unseren Virginia mit Doha. Ich hätte mir mehr erwartet. Also man hat es ganz, ganz leicht gespürt. Aber schmeckst du es jetzt noch? Nee. Nee, ne? Ich auch nicht. Also mittlerweile ist der Geschmack wieder komplett normal, so wie das eben bei dem Fuck Your Life Zitrone-Minze sein sollte. Ich sag mal so, ein Virginia macht nichts und ein Virginia mit dem bisschen Doha, was wir dran haben, macht auch nichts. Ich denke, wenn wir das einem Anfänger gegeben hätten, hätte er wahrscheinlich schon gesagt, holla, die Waldfee. Aber ja, uns hat es jetzt nicht so, ne? Aber ich bin gespannt auf den Darkland-Kopf jetzt. Oh Junge. Also, zweites Röntchen werden wir jetzt ausprobieren. Wir machen uns jetzt einen Darkside Black Torrent im Core mit noch ein bisschen Doha bei. So, hängt noch viel Doha in meiner Hand. Und auch ein kleines bisschen Molasse. Ja. Das sieht gut aus. Dann geht mir mal die Händchen waschen. Ich verteile noch ein bisschen. So, haben wir das Ganze noch ein bisschen verteilt. Machen wir mal den HMD drauf. Und dann sind wir ready. Mo? So, wie hieß Alter vor Schönheit? Ja, der Jüngere fängt an. Schmeckt aber mehr nach Doha. Echt? Ja. Ich glaube, der muss auch noch ein bisschen stehen, bis der wirklich Temperatur hat. Mehr. Also für mich geht's, aber ich muss ganz genau das klar. Das ist wirklich... Also ein bisschen klatscht schon. Schon, ne, Mo? Ist schon stärker als vorher, wa? Ja, ein bisschen, ja. Ja. Also würdest du sagen, der Doha kommt besonders gut zur Geltung? Ja. Schon, ne? Ja. Also es ist definitiv kein Vergleich zu dem Virginia-Kopf mit Doha. Nö. Jetzt wird's. Ich wusste so hart, dass ich mir selbst ins Knie schieße mit der Scheiße. Hier, Mo, das solltest du dir vielleicht mal angucken. Das schmeckt. Also bei mir ballert er gerade. Ja, gut, also du hast dir damit auch wirklich selbst original ins Knie geschossen, ja. Okay, und was sagst du bis jetzt? Viel, viel besser. Genau das, was ich erwartet habe. Ja? Ja, aber wobei, hab wir haben da jetzt schon wirklich ordentlich reingeklatscht. Ja, jetzt schon viel. Und vor allem habe ich halt nochmal was auf Kontakt mit der Smokebox oben drauf gelegt. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre es deutlich humaner. Mir war auch ehrlich gesagt bei der Aktion klar, dass ich da nur einem schaden werde und mir selbst. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass du wenigstens so, oh, kommt der jetzt durch. Jetzt ist er aber da. Für mich ist es fein. Ja, für mich auch. Ich finde, es schmeckt also fast so nach Tabak mit so einem Hauch Black. Du hast halt extrem diesen Tabakgeschmack. Ja, also wirklich der extrem. Der auch extrem eigen ist. Also das ist schon krass, aber... Boah, also für mich ist... Also ich würde es nicht rauchen. Also für eine Mo und Marvin Gefahrfolge, okay, aber ich würde es nicht rauchen. Läuft aber gut. Mo, nachdem wir für mich uns da ein paar Minuten durchgequält haben, was sagst du? Wie ist er? Also man merkt das Doha definitiv, aber für mich geht's noch. Bei dir schmeckt's auch wunderbar, wie man sieht. Also es drückt wie Scheiße und ich kann nicht komplett ziehen, wie ich will. Aber es schmeckt auch einfach, als ob du an so ein Lagerfeuer gehst, die Glut ausmachst und die einmal ableckst. So stelle ich mir Kippen ein bisschen vor. Nee. Du hast doch schon mal Zigaretten geraucht, ja, oder? Ja. Nicht? Nee. Schlechter oder besser? Oder anders? Ach, schwierig. Einfach. Anders. Aber muss doch so in die Richtung gehen, oder? Nee? Okay. Es schmeckt anders. Aber gut, ich habe in meinem Leben nie eine Kippe geraucht. Ich finde, man schmeckt es übelst im Nachgang. Also im Vordergrund hast du direkt die Black Torrent Note noch. Und im Vordergrund? Ja, im Vordergrund. Und dann kommt es, aber dann kommt es schon stark. Also beim Ziehen merke ich den Druck und so eine leichte Black Torrent Note. Aber beim Ausatmen ist das, als ob ich mir eine Kohle über die Zunge ziehen würde. Ja, es wird aber auch immer extremer. Wichtig. Nikotinmäßig muss ich sagen, ein Darkside-Kopf, den ich entspannt rauchen kann, macht bei mir mehr als der, den ich gerade nicht rauchen kann. Mit dem bisschen, was ich ihn rauche, ja, hat er mich nicht umgeklatscht. Aber ich kann ihn halt auch nicht so tief inhalieren und so. Okay, was wäre jetzt dein abschließendes Fazit im Video zu Frygate? Kann man machen. Ist leicht dosiert auch geil, glaube ich. Für Leute, die gerne mal ein bisschen stärker rauchen wollen, kann man sich mal holen, wenn man irgendwie drankommt. Gibt es halt leider nicht in Deutschland, gibt es nur in Russland, aber kann man machen. Das war's mit unserem Frygate-Test, Leute. Daumen nach oben oder Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.